Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Kämpfe in Libyen dauern ungeachtet aller internationalen Appelle an. Rebellengeneral Haftar rückt mit seinen Truppen auf die Hauptstadt Tripolis vor und will die Übergangsregierung absetzen. Andere Milizengruppen haben sich gegen ihn verbündet. Die Kampfhandlungen stellen eine für das kommende Wochenende geplante UN-Konferenz in Frage, auf der Wahlen vorbereitet werden sollen. Die Truppen der libyschen Übergangsregierung haben den internationalen Flughafen von Tripolis zurückerobert. Kämpfer Haftars hatten den strategisch wichtigen Ort zeitweise als eine Basis für den Angriff auf die Hauptstadt genutzt. Der Flughafen liegt nur 25 Kilometer südlich vom Stadtzentrum. Nun dient er als ein Stützpunkt der Truppen der international anerkannten Übergangsregierung. Mit dem durchgekreuzten Bild Haftars ziehen sie nun gegen seine Truppen von hier aus in den Krieg. Der Konflikt eskaliert weiter. Wir verkünden heute die Operation Vulkan des Zorns, um alle Städte von den Aggressoren zu reinigen, die jenseits der Legitimität stehen. Haftar schafft mit seinen Truppen, die Richtung Hauptstadt marschieren, Fakten, indem er die UN torpediert, die mit den Konfliktparteien einen Fahrplan für Wahlen festlegen wollten. Völlig unbeeindruckt von internationaler Kritik stellt Haftars Armee diese Propagandabilder ins Netz. Haftar will zeigen, dass er die militärische Stärke hat, ganz Libyen zu kontrollieren. Vor allem hat er mächtige Verbündete. Genau das ist das Problem, vor dem die EU steht. Sie kann Haftar deshalb nur schwer zur Mäßigung bewegen. Die politische und militärische Unterstützung kommt vom Nachbarland Ägypten. Und Haftar hat halt das, was in Libyen grundsätzlich fehlt, nämlich eine offenbar hierarchisch funktionierende Streitkraft. Dutzende sind getötet worden. Laut UN sind in den vergangenen Tagen durch die Gefechte südlich von Tripolis schon tausende Menschen vertrieben worden. Welche internationalen Akteure sind in die Kämpfe in Libyen verwickelt und wie könnte eine Lösung für das Land erreicht werden? Auf tagesschau.de finden Sie dazu ein Interview mit einem Experten. US-Präsident Trump verschärft seinen Kurs gegenüber dem Iran. Er setzte die Revolutionsgarden auf die Liste der Terrororganisationen. Diese Eliteeinheit der Streitkräfte kontrolliert alle Atomanlagen sowie den Persischen Golf und hat auch wirtschaftlich großen Einfluss. Es ist das erste Mal, dass die USA eine Militäreinheit eines anderen Staates als terroristisch einstufen. Der Schritt zielt darauf, die Finanzierung zu erschweren, etwa durch Kontensperrungen und durch das Verbot von Geschäften mit US-Unternehmen. In der Regierung von US-Präsident Trump gibt es erneut einen Wechsel. Heimatschutzministerin Nielsen tritt zurück. Trump machte sie nach Medienberichten für die Zunahme der illegalen Einwanderung aus Zentralamerika verantwortlich. Nielsen hatte erklärt, ihr Handlungsspielraum sei durch die Rechtslage begrenzt. Die Gesetze könne nur der Kongress ändern. Das Ministerium soll vorerst vom Chef der Grenzschutzbehörde geleitet werden. In Israel haben die Parteien einen Tag vor der Parlamentswahl noch einmal um Stimmen geworben. Umfragen sehen die konservative Likud-Partei von Premierminister Netanyahu knapp hinter dem Mittebündnis Blau-Weiß um den früheren Generalstabschef Gantz. Netanyahu droht eine Anklage wegen Korruption. Umstritten ist auch seine Ankündigung, im Falle eines Wahlsieges Teile des Westjordanlands zu annektieren. Der Machane-Jehuda-Markt in Jerusalem gilt als die Hochburg des nationalkonservativen Likud. Ein Heimspiel heute für Israels Premier Benjamin Netanyahu mit seinem flammenden Appell. Gantz liegt vor uns. Also wenn ihr eine rechte Regierung unter Likud wollt, geht zur Wahl, macht den Likud stark. Wir müssen den Vorsprung aufholen. Dass der nach den Umfragen nicht sehr groß ist, geht in der Wahlkampfrhetorik gerne unter. Tatsächlich tritt mit seinem ehemaligen Armeechef Benny Gantz und dessen blau-weißer Liste ein Konkurrent an, der Netanyahu ausgerechnet beim wichtigen Thema Sicherheit gefährlich wird. Ein Politikneuling gegen den versierten Politikfuchs Netanyahu also. Der reklamiert für sich, in einer anderen Liga zu spielen, Israels internationalen Status aufgewertet zu haben, auf Augenhöhe mit Trump, Putin oder Orban.
Gantz hingegen fordert mehr Geld für Bildung und Soziales. Er will das unter Netanjahu politisch gespaltene Land wieder einen. Wir wollen Ansprechpartner für alle Menschen sein. Das ist nicht nur unser Parteiprogramm, sondern auch notwendig für unser Land. Das Hauptthema in einem in Teilen sehr schmutzig geführten Wahlkampf war für oder gegen Netanjahu. Der hat versprochen, die Siedlungsgebiete im Westjordanland zu annektieren. Gantz hat sich davon distanziert, ohne konkret zu sagen, wie er den Konflikt mit den Palästinensern lösen möchte. Italiens Innenminister Salvini hat zur Gründung einer rechtsgerichteten Allianz für die Europawahl im Mai aufgerufen. Zum Wahlkampfauftakt trat Salvini zusammen mit Politikern aus drei anderen EU-Staaten auf, darunter aus Deutschland AfD-Chef Meuthen. Bislang sind die rechtspopulistischen Parteien im Europaparlament auf drei Fraktionen verteilt. Der neue Zusammenschluss soll EAPN heißen, Europäische Allianz der Menschen und Nationen. Das vornehme Excelsior Hotel Gallia in Mailand heute Morgen, Schauplatz eines besonderen Treffens. Italiens Innenminister und Chef der nationalistischen Lega, Matteo Salvini, hat Vertreter anderer europäischer rechtspopulistischer Parteien eingeladen, aus Dänemark, Finnland und Deutschland. Mit dieser Zusammenkunft eröffnet die Lega offiziell ihren Wahlkampf zur Europawahl. Alle hier versammelten Europakritiker haben beste Aussichten, beim kommenden Urnengang Stimmenzuwächse zu erzielen. Salvinis Lega zum Beispiel dürfte, nach Umfragen, klar stärkste politische Kraft in Italien werden. Gemeinsam wollen die Teilnehmer dieses Treffens heute die Fraktionsgemeinschaft Europäische Allianz der Menschen und Nationen im EU-Parlament auf den Weg bringen. Unser gemeinsames Ziel ist es nicht, illegale Einwanderer in Europa zu verteilen. Unser Ziel ist es, die EU-Außengrenzen wirklich zu schließen. Auch AfD-Parteichef und Spitzenkandidat für die Europawahl Jörg Meuthen kam heute nach Mailand. Seine Partei hofft auf gut 10% der Stimmen und will Mitglied der neuen rechtspopulistischen Fraktion im EU-Parlament werden. Was wir nicht machen wollen, ist eine Vergemeinschaftung aller Politikbereiche hin zu den Vereinigten Staaten von Europa. Das heutige Treffen sei ein Startschuss gewesen, sagen die Teilnehmer übereinstimmend. Die FPÖ aus Österreich und der Rassemblement National aus Frankreich sollen in den nächsten Wochen hinzukommen. Das britische Oberhaus berät heute über einen Gesetzentwurf zur Verschiebung des Brexit. Wenn die Kammer zustimmt, erhält das Unterhaus das Recht, über die Länge des Aufschubs zu entscheiden. Regierungschefin May hat die EU-Staaten um eine Verschiebung bis zum 30. Juni gebeten. Sie wird morgen in Berlin und Paris zu Gesprächen mit Kanzlerin Merkel und Präsident Macron erwartet. Russland und die Türkei wollen ihre Beziehungen weiter vertiefen. Bei Beratungen im Kreml verständigten sich die Präsidenten beider Länder, Putin und Erdogan, auf gemeinsame Wirtschaftsprojekte. Außenpolitisch stimmten sich die beiden unter anderem mit Blick auf die Lage in Syrien ab. Am Abend wollen Putin und Erdogan im legendären Bolschoi-Theater das gemeinsame Jahr des Tourismus und der Kultur eröffnen. Der russische Regisseur Serebrennikow ist nach rund anderthalb Jahren überraschend aus seinem Moskauer Hausarrest entlassen worden. Der 49-Jährige dürfe die Stadt aber nicht ohne Erlaubnis verlassen, meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf ein Gericht. Die russische Justiz wirft dem Kreml-Kritiker die Veruntreuung staatlicher Fördergelder vor. Serebrennikow wies die Vorwürfe heute erneut zurück. In der Großen Koalition bahnt sich Streit über die Pflegekosten an. Gesundheitsminister Spahn reagierte heute kritisch auf Pläne der SPD, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen vor steigenden Kosten für einen Heimplatz zu schützen. Die Sozialdemokraten wollen dafür den Eigenanteil begrenzen. Zur Finanzierung sollen zusätzliche Milliarden aus Steuer- und Beitragsmitteln in die Pflegeversicherung fließen. So wie bei den Schmidts läuft es in vielen Familien. Er schwerst pflegebedürftig seit einem Schlaganfall. Sie schultert die Pflegelast. Nicht alles, was er braucht, zahlt auch die Pflegekasse. Die Ausgaben sind gedeckelt. Zuzahlungen aus dem eigenen Portemonnaiebeutel noch die, die in einem Pflegeheim leben. Ein Eigenanteil von 2.000 Euro monatlich durchaus keine Ausnahme. Tendenz stark steigend. Die Finanzierung vom Kopf auf die Füße stellen, das will die SPD und verabschiedet einen weiteren Baustein ihres Sozialstaatskonzepts. Nicht die Leistungen der Kasse sollen gedeckelt sein, sondern die Kosten für die Betroffenen.
Jeder, der rechnen kann, weiß, dass das Finanzierungssystem der heutigen Zeit auf Dauer nicht funktionieren kann. Wir wollen nicht, dass die Menschen wirklich sich sorgen müssen, dass ein Fall der Pflege für sie bedeutet, dass sie in Armut landen. Finanzieren will die SPD das mit einem Mix von Beitragserhöhung und Steuerzuschuss. Höhere Qualität, mehr Personal, flächendeckende Tariflöhne, da ist die schwarz-rote Koalition noch einig. Aber bei den neuen Finanzierungsvorschlägen winkt der Gesundheitsminister ab. Ich wünsche mir aber auch eine breite Debatte. Einfach nur immer zu sagen, das soll halt der Steuerzahler zahlen, ist mir etwas zu unterkomplex. Für den Koalitionspartner unterkomplex, also eine zu einfache Lösung. Für die SPD ist der Pflegevorstoß eine weitere Chance, das soziale Profil zu schärfen. Der Streit über schärfere Düngeregeln zum Schutz des Grundwassers bleibt vorerst ungelöst. Nach einem Treffen von Bund, Ländern und Verbänden wurden heute weitere Beratungen von Bund und EU-Kommission vereinbart. Brüssel hatte Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser verklagt und vor dem Europäischen Gerichtshof Recht bekommen. Die Düngeregeln müssen deshalb weiter beschränkt werden, gegen den Protest der Landwirte. Fest steht, die Wasserqualität in Deutschland muss besser werden. Weil seit Jahren die EU-Grenzwerte für Nitrat vielerorts überschritten werden, drohen neben den Kosten für die Wasseraufbereitung nun EU-Strafzahlungen in Millionenhöhe. Aus Brüssel kommt die Forderung nach schärferen Düngeregeln. Von bis zu 20% weniger Düngung ist die Rede. Die Agrarministerin nennt heute mögliche Alternativen, von Sperrzeiten, in denen nicht gedüngt werden darf, bis zur Förderung technischer Neuerungen. Immer mit dem Ziel, dass wir eines erreichen, nämlich dem Schutz des Grundwassers auch gerecht zu werden. Konkret heißt es, wir können abweichen von den pauschalen 20%, wenn wir Kompensationsmaßnahmen haben, die auch das Ziel erreichen. Und das besprechen wir jetzt mit Brüssel. Zu lange habe man auf die EU-Mahnungen nicht reagiert, kritisieren die heute eingeladenen Umweltlobbyisten. Bauernverbände dagegen wollen mehr Zeit. Auch nach den heutigen Gesprächen steht nicht fest, womit Deutschland konkret in Brüssel auftreten will. Die Zeit drängt, betont der Vertreter des Umweltministeriums. Der Glaube, der bei manchen Akteuren auch vorherrscht, dass man einfach das aussitzt und dass man nichts tut, um zu einer deutlichen Verbesserung bei dem Düngerecht zu kommen, den kann ich oder den können wir nicht teilen. Viele deutsche Landwirte protestierten schon vergangene Woche gegen das EU-Verfahren. Sie sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Umweltverbände dagegen fordern ein grundlegendes Umdenken und weniger Massentierhaltung. Nur so sei das deutsche Gülleproblem in den Griff zu bekommen. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future von Schülern und Studenten hat erstmals konkrete Forderungen an die Politik präsentiert. Unter anderem verlangen die Jugendlichen, dass ein Viertel der deutschen Kohlekraftwerke noch in diesem Jahr abgeschaltet und der Kohleausstieg bis 2030 realisiert wird. Außerdem fordern sie eine CO2-Steuer auf klimaschädliche Treibhausgase. Seit Monaten gehen jeden Freitag im In- und Ausland Schüler und Studenten für mehr Klimaschutz auf die Straße. In Deutschland beteiligten sich zuletzt Zehntausende. In Berlin hat Bundeskanzlerin Merkel eine Delegation der deutschen Handballnationalmannschaft empfangen. Im Kanzleramt lobte sie das Team von Bundestrainer Prokop für die Leistungen bei der Weltmeisterschaft im Januar. Die Mannschaft sei sympathisch, bodenständig und mit Leidenschaft aufgetreten. Deutschland hatte bei der Heim-WM Platz 4 belegt und eine Medaille knapp verpasst. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 9. April. Das Hoch über dem Nordmeer bringt dem Norden und Nordosten freundliches, aber kühleres Wetter. In der Südhälfte hält sich dagegen feuchte Luft. Dort regnet oder schauert es heute Nacht hier und da, während es im Norden und Nordosten trocken bleibt und morgen häufig die Sonne scheint. Im übrigen Land neben Sonnenschein viele und teilweise dichte Wolken mit Regen oder Schauern, am Nachmittag auch einzelnen Gewittern. Heute Nacht Tiefstwerte von 10 bis örtlich minus 1 Grad. Morgen werden auf Rügen 7, in Niederbayern bis zu 18 Grad erreicht. Am Mittwoch im Süden und Südwesten weiter unbeständig, sonst zum Teil auch länger sonnig. Donnerstag in der Mitte freundlich, in Alpennähe Regen, im Norden und Osten Schauer, örtlich auch Schnee. Freitag wechselhaft, im Südwesten länger sonnig. Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Wohnungsmangel, was die Städte dagegen unternehmen können und der Kudamm vom Glanz, Niedergang und der neuen Blüte des Berliner Prachtboulevards.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.